MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wo sind wir? Auf unserem neuen Foot 15 Team. Und ja, was wollen wir machen? Nein, kein Spielchen. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt nochmal ein kleines Pack-Opening. Das heißt, wir haben ja noch so ein paar Points. Und ja, die will ich nochmal umsetzen, weil, wie gesagt, ich will noch einige Points umsetzen in Packs, solange das Team of the Week noch dieses ist, was es jetzt ist. Und ich mache natürlich wieder mein Handy lautlos. Ah, das läuft in einer Tour. Das ist so stressig. Das gibt's gar nicht. Aber egal. Wir fangen jetzt hier an und hoffentlich wird's diesmal ein bisschen besser. Obwohl, ich muss sagen, der Aufreißer, du hast eine Trophäe erhalten. Happy Birthday. Ich muss sagen, so schlecht waren die letzten Packs gar nicht. Also ich konnte schon noch ein paar Coins da rausziehen. Alter, was ist denn mit den Team-Fitness-Karten los? Ey, habe ich nur irgendwie in Anführungszeichen ein bisschen Glück davon, so viele zu ziehen? Oder was ist da los? Rechtes Mittelfeld, rechter Winger ist auch ganz nice. Ich glaube, wir haben jetzt schon 10 Team-Fitness-Karten. Krasse Sache. So, Abubakar, der spielt jetzt bei Porto. Der könnte auch ein bisschen was bringen. Also ich nehme auf jeden Fall alle wieder mit. Außer die stoße ich ab. Das ist, denke ich mal, das Beste, weil, ja, das lässt sich alles relativ schnell verkaufen und was sich nicht verkauft, kann ich ja dann schnell abstoßen. Aber ich denke mal, da sollte man nichts unversucht lassen. Verbrauchsobjekte behalte ich jetzt alle erstmal, also auch Teamfitness und so, weil da warte ich erstmal die ganze Zeit ab. Der könnte was bringen, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, sonst hat er immer ein bisschen was gebracht. Bin mir aber auch nicht sicher. Ah, nee, das ist, glaube ich, ein anderer. Dazu noch Modest und Hilton und noch wieder Verträge und sowas. Die Verträge sind jetzt aktuell noch nicht allzu teuer. Aber sobald dann die Packs auch in Europa gezogen wurden und sowas, dann werde ich wahrscheinlich Team Fitness und auch ein paar Verträge verkaufen, weil sie dann einen besseren Preis haben. Aktuell sind sie ja nicht sonderlich teuer. So, nächstes Päckchen. Immer schön aufpassen, dass wir nicht mit Coins zielen. Und nächstes Video könnte schon wieder ein Squad-Builder werden. Weil wir brauchen unbedingt noch ein Fitness-Team. Weil ich will eben keine Fitness-Karten nutzen müssen. Ich glaube, da werden wir dann aber mal eine Viererkette machen. Fernando hätten wir hier als Stürmer aus der türkischen Liga. Ein Brasilianer. Der sieht mir aber ziemlich nach Abstoßpreis aus. Ja, ansonsten nichts Besonderes mehr im Päckchen drinne. Foster hatten wir, glaube ich, noch. So, nächstes Pack. Diesmal mit dem Edel vorne drauf. Ach, komm, bitte was Glänzendes. Was Glänzendes und Hochwertiges. Ja, vielen Dank. Doppelt sogar geil. Vielen Dank doppelt. Das ist doch nice. Ey, geil. Jetzt ohne Scheiß mal. Das freut mich richtig. Weil ich wollte wahrscheinlich als zweites Team eh ein Premier League Team machen. Und ja, da würde der Navas ganz gut reinpassen. Campbell würde jetzt nicht unbedingt reinpassen, weil sonst müsste ich wieder Dreierkette spielen. Aber geil. Boah, der hat ja immer noch Medium-High-Workrates. Das hat mich immer noch nicht geändert. Krass. Aber trotzdem, das ist ein nices Pack. Definitiv. Sehr schön. Jetzt am besten alles abstoßen. Oh mein Gott. Ich muss echt mal drauf achten, dass ich hier die richtige Taste drücke. Aber ich glaube, L2 ist alles in den Verein machen. Wird schon stimmen. Ich guck gleich nochmal. So, jetzt hier nochmal Martins Indy und Arsene Wenger. Haben wir schon gleich einen Premier League Trainer. Ich guck jetzt nochmal. Ja doch, L2 ist alles im Club. So, Martins Indy, Jorginho Jimenez, Arsene Wenger, wie gesagt. Und noch den Herrn Lopez und eine Teamfitness. Ey, das ist doch unglaublich. So, alle wieder im Club hier. Ja, der Wenger, der ist schon mal ganz hübsch. So, nächsten Points werden investiert. Ede ist vorne drauf. Mal gucken, wer drin ist. Kohade. Oder wie man ihn aussprechen mag. Und der Kork und der Joel. Oder der Joel. Und der Trinkwater. Der ist cool. Und natürlich eine Teamfitness. Und Sniper Chemistry Style. Und noch das Dänemark Awake Kit. Joa. Aber diese Teamfitness, das kann ja nicht normal sein. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Die müssen da ja irgendwie das Cardweight verändert haben, dass man irgendwie mehr Teamfitness-Karten zieht. Oder ich habe halt wirklich übelst Glück.
Weil normalerweise ist die Karte ja auch relativ teuer, wenn sie so normal ausläuft, dann so 1500 oder so. So, hier nochmal ein Strohmann. Ja, der wird da wahrscheinlich noch ein paar Coins bringen. Nicht unbedingt viel, aber ein paar bringt der schon. Deadeye noch, das ist sehr schön. Hamburger Wappen und noch ein Bällchen. Ich kann vielleicht mal den Ball aktivieren. So. Genau. Es gibt nämlich auch wieder Aufgaben. Das können wir uns vielleicht gleich mal angucken. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Ja, machen wir das doch gleich mal. Das ist wahrscheinlich wieder in der Zentrale oder auch nicht. Oder bei My Club. So, Match Coins. Da können wir ja mal reingucken. Nee. Ah, nee. Lieber nicht. Nee. Lieber nicht. Team of the Week. Das mit den Match Coins machen wir wann anders. So, Manager Tasks. Da ist es. Und. Ja, bla, bla. Ah, ein Spieler ausleihen muss man dann auch machen. Und dann kriegt man Goldpäckchen, wie immer. Clubname ändern. Ja, kann ich ja nochmal kurz machen. Ich lasse einfach alles so. Und dann habe ich ihn geändert. Genau. So, alle klar. Team of the Week challengen. Vertrag anwenden, Fitness anwenden. Das werden wir noch machen. Genau wie Chemistry Style. Das muss ich noch machen. Stadion muss ich auch noch ändern. Ein neues Squad erstellen. Das werden wir bestimmt bald machen. Einen Konzeptspieler zu einem Squad hinzufügen. Ach, man kann hier jetzt einen Squad direkt sharen, oder was? Create a squad with 100 chemistry and share it with your friends. Hä? Geht das? Also anscheinend geht's ja, aber wie? Muss man da vielleicht hier in die My Squads Übersicht und kann dann da sharen oder so? Nee, da kann ich nur kopieren, Konzept-Squads. Und das war's. Ja, aber wo macht man das denn dann mit dem Sharen? Würde mich mal interessieren, wie man das nämlich shared. Ah, hier. Share Squad with Friends. So, to your friends. Ah, das sehen dann alle meine Freunde in der Freundesliste. Die kriegen dann oben wahrscheinlich eine kleine Meldung und können sich da meinen Squad angucken. Alles klar, okay. Verstehe ich. So, jetzt können wir aber weiterziehen. Haben wir uns nochmal ganz kurz informiert. Auf dem Transfermarkt ist jetzt übrigens möglich, wenn die Spieler abgelaufen sind. Du musst nicht mehr alle einzeln mit Dreieck wegdrücken, sondern man kann jetzt alle auf einmal mit L1, glaube ich, entfernen. Das ist ganz ordentlich. IU habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gezogen. Der geht leider auch nur für 350 weg. So, nehmen wir wieder alles mit. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Wir haben ja schon was Ordentliches gezogen mit Navas. Und der Johnson, ich weiß nicht. Nee, Campbell, nicht Johnson. Wird, glaube ich, auch ein bisschen was bringen. Jetzt vielleicht nicht so viel, vor allem auch wegen seinen Workrates. Aber ein bisschen was auf jeden Fall schon. Inigo Martinez, der bringt auch einen Ticken, aber nicht so sonderlich viel. Dann noch eine Heilungskarte. Müssen wir mal gucken, wie das dieses Jahr mit den Verletzungen ist. Ob das viele sind oder wenig sind. Alles wieder mit. Im ersten Spiel hatten wir, glaube ich, noch keine. Oh, fuck. Ich sehe es gerade. Ich habe mit Coins ein Pack gekauft. Ah, massive. Naja, was willst du machen? Oh, Joe Hart. Jetzt geht's aber hier rund. Und Fazio, noch ein Premier League-Spieler. Wenn die Premier League-Spieler kommen, dann kommen sie im Rudel. Ist ja unglaublich. Ja, Joe auch noch mit am Stissel. Das gefällt mir. Fazio wird wahrscheinlich nicht viel bringen, weil er ist halt langsam. Aber ist doch schon mal ganz hübsch. Oh, ich muss jetzt aufpassen, ey. Ich Vollidiot. Ach, ja, ich werde wahrscheinlich die 7,5 werde ich vom anderen Account wieder hier drauf füllen, mit das sozusagen alles seinen Normalstand hat. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Dann machen wir alles wieder in Club. So. Und jetzt wieder schön FIFA Points. Dass man nicht irgendwie vor so einer Pack-Opening-Session auswählen kann, mit was man ziehen will. Das wäre eigentlich ganz nice. Schon wieder den Share. Das letzte Mal habe ich ja gedacht, vielleicht bringt er noch ein bisschen was. Aber leider ist das nicht der Fall. Also Share ist komplett Abstoß gewesen. Und hier ist aber noch der Heubach. Und der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist halt nur ein 67er.
Hat dafür aber eigentlich relativ solide Werte. Mal gucken, ein bisschen was wird er noch bringen, aber viel wird er nicht bringen. So, nächster. Messi vorne drauf. Ich muss mal gucken, wie lange wir machen, aber ein bisschen ziehen wir schon. Ich meine, wir sind ja erst bei 9000 jetzt hier angelangt. Montoya. Oh, ist jetzt glänzend. Der könnte nicht schlecht sein. Der könnte was bringen. Das sieht mir ganz hübsch aus. Alles klar, werde ich erstmal alles wieder in den Club machen. Ja, ich glaube, der Montoya, der könnte ein paar Coins bringen. So, hier nochmal ein Schätzelein mitgenommen. So. Und da hätten wir Mangala. Ja, das läuft doch. Ich meine, das sind so Spieler, die eigentlich ja... Ja, jetzt, wenn wir die in Foot 14 gezogen hätten, hätten wir drüber gelächelt. Aber Mangala, der wird bestimmt auch ordentlich was bringen. Ist einer der besten Innenverteidiger aus der Premier League. Definitiv. Janu sei dazu auch noch. Mal gucken, vielleicht bringt der auch noch was. Doch, ich glaube sogar, der bringt noch was. Sehr schön, so gefällt mir das doch. Da kann ich sogar über den Fail mit den Coins-Pack aufmachen hinwegsehen. So, hier nochmal der Howard vorne drauf. Dann zeige ich mal her, was du drin hast. Nagatomo. Und noch wer? Wer ist es? Medunjanin oder sowas. Sieht sehr solide aus. Geiler Schuss, geiler Pass, solider Pace. BBVA. 4 Sterne Weak Foot, nicht der kleinste. Ja, kann man mal machen. Nagatomo, weiß nicht, der könnte vielleicht noch einen Ticken bringen, aber viel glaube ich auch nicht. Ah, das könnten wir mal aktivieren hier. So. Aber ansonsten können wir den Rest glaube ich einfach mitnehmen. Und dann liste ich das wieder einzeln. So, weiter, 150. Keine Points, keine Coins. Ist das hier nicht dieser Alderweireld oder wie er da ausgesprochen wird? Und der Poldi, aber der bringt glaube ich gar nichts mehr. Ist nur noch ein 77er, hat überhaupt keinen Pace mehr. Er kann halt echt ganz gut schießen und passen, aber das war's dann eigentlich auch. Hier noch ein Bayern-Trikot, das könnte vielleicht sogar noch ein bisschen was bringen. Norwegen-Trikot. Und noch ein Charlton-Trikot. Und noch ein Finisher. Joa, so schlecht ist das jetzt nicht. Können wir mitnehmen. So, Rest abstoßen. So, nächstes Päckchen. Eden Hazard vorne drauf. Und wieder Premier League glänzend. Hohes Rating. Komm, gib mir. Ja, glänzend ja, aber es ist nur Cardoso, der wie Poldi irgendwie nur schießen kann. Ja, Fitnesstrainer, ansonsten aber für uns wahrscheinlich eher nichts Interessantes dabei. Rolando da hinten war noch da am Start. Okay, nehmen wir alles mit und gucken mal, was wir da vielleicht noch rausholen können aus dem Pack. Messi, nächster. Komm, bring mir mal Messi. Das wäre mal fett. Da hätte ich Lust drauf. Schickaui, das ist auch geil. Ich glaube, der Schickaui, der ist gar nicht mal so billig. Und schon wieder eine Teamfitness natürlich. Und Hawk noch. Und noch ein Premier League Trainer, okay. Aber einen spanischen. Schickaui, das ist eigentlich ganz geil. Machen wir alles im Club und gucken wir mal ganz kurz, was der Schickaui kostet. Das interessiert mich jetzt mal. So, Transfers, Transfermarkt. Und dann gucken wir mal, was der Schickaui kostet. Oh, wie wird er nochmal geschrieben? So. Ja, da ist er, der Yassin. Und der Schickaui, der kostet, ja, kostet um die 5000 anscheinend. Hier schon ein 4,7er Gebot, ja, 5000 kostet er, obwohl es nur ein 75er ist. Aber der Kerl hat halt für die Leute, die den nicht kennen, der hat 5 Sterne Weak Foot und 5 Sterne Skill Moves, also alles auf einmal sozusagen. Den müssten wir eigentlich auch mal spielen, der wurde sich auch gewünscht von euch. So, müssen wir mal gucken, wann wir den mal einbauen können in ein Team. So, hier hätten wir nochmal Navas, leider non-rare. Ja, ein paar Coins wird er noch bringen und wieder eine Squad-Fitness. Ey, ich guck gleich echt mal nach, wie viel wir haben, aber wir müssen echt viele haben. Und Juan Jesus noch, der bringt auch noch ein paar Coins. Nicht so viel, aber 600, 700 oder so. So, nächstes Päckchen, wieder mit dem Howard vorne drauf. Komm, bring mal was, nochmal was.
Also ich kann mich eigentlich echt nicht beschweren. Die Packs, die wir bisher gezogen haben, sehr in Ordnung. Ach, Figueroa, leider ist er Linksverteidiger. Wenn der... Ist der überhaupt noch Premier League? Ja, doch. Hull ist ja in der Premier League, stimmt ja. Ah, wenn der Innenverteidiger wäre, ich glaube, der hätte schön was gekostet. So wird er vielleicht noch ein Ticken was kosten, weil er halt Premier League ist. Aber jetzt auch nicht so sonderlich viel. So, die werde ich abstoßen, die werden eh nichts bringen. So, nächster mit dem Ede wieder drauf. Irgendwie dieses Jahr gibt es weniger Spieler auf den Packs, oder? Messi habe ich schon gesehen, Alaba, Howard, der Ede. Ah, Johnson. Okay, ist aber nicht der schnellste. Ja, hat nochmal schön Pace einbüßen müssen, aber ist ein Premier League Spieler, das heißt, ich glaube mal, er wird über Abstoß bringen. Und ich sehe gerade, wir haben drei Premier League Spieler, hier noch ein Taylor und hier noch ein Rangel. Alles klar, machen wir erstmal alles wieder in den Club und das können wir abstoßen. So, sehr schön. Genau, den hier gibt es noch auf dem Packs und ich glaube, das war es aber schon von den Leuten, die ich aufgezählt habe. Jetzt weiß ich nur nicht, wie viel es letztes Jahr waren. Aber eigentlich ist es ja auch scheißegal, wer da vorne auf dem Pack drauf ist. Hier nochmal Jurado und Helmes. Ja, kann man mal machen. Eine Heilung und wieder Verträge, Fitness, wie man es so kennt. Nehmen wir alles mit. Komm mal mit, Schätzlein. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie viele Packs wir noch ziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir mal gucken. So, Messi vorne drauf. Und drinne ist der Gonalons. Den habe ich auch schon gezogen, aber ich glaube, der hat nichts gebracht. Rechter Wing auf dem rechten... Nee, rechter Flügel ist das, glaube ich, dann auf rechter Stürmer, irgendwie sowas. So, alles klar, nehmen wir alles mit. Die können wir abstoßen. Ja, ich sollte den wahrscheinlich verkaufen. Ich glaube, der bringt ja eigentlich noch was. Ja, ich glaube, die soll ich nicht abstoßen. Muss ich nächstes Mal dann irgendwie auf die Transferliste machen. So, Ede, was hast du drinne? Ein Bilia. Ah, jetzt kriegen wir irgendwie keine glänzenden Spieler mehr. Linker Flügel wieder hier mit dem Winger. Ja, alles klar, nehmen wir wieder alles mit. Dort, die letzten zwei oder drei Packs waren jetzt nicht ganz so pralle. Aber muss auch mal sein, muss auch mal sein. Alles gechillt. Wir haben ja schon ein paar hübsche Spieler dabei gehabt. Navas könnte man nochmal nachgucken, was der kostet. Würde mich mal interessieren. Und hier noch ein Huddleston. Ist zwar auch Premier League, aber ich glaube, der wird nichts bringen. Neto hier noch von Zenit. Cat Chemistry Style. Und das war's dann auch schon. Training haben wir noch ein paar Verträge. Gut. So. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir so aufs... Ja, letzte, vorletzte Pack oder sowas. Müssen wir mal gucken. Hier nochmal ein Hegeler von Hertha. Und Schirkov. Ja, wird jetzt auch nicht unbedingt was bringen. Marksman hatten wir noch dabei. Janus sei, ich glaube, wie gesagt, der bringt was. Deswegen nehme ich den hier auch nochmal mit. Aber das können wir, glaube ich, abstoßen. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ganz kurz nochmal, was Navas kostet. Und danach ziehen wir noch zwei Packs und dann sind wir raus. Navas würde mich einfach nochmal interessieren. Jesus Navas. Und, ja, das sieht doch ganz gut aus. 14.000, 15.000 rum, würde ich mal sagen. Ja, 15.000 kostet er, glaube ich, so. Ja, sehr schön. Alles klar. Das passt doch dann schon mal. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, nochmal in den Store und kaufen nochmal zwei Päckchens. Wir brauchen eigentlich noch einen Inform. Also müsste eigentlich mal drinne sein, oder? So ein Shinji Kagawa. Na gut. Ja doch, ich gebe mich sogar mit Shinji Kagawa schon zufrieden. Ich brauche gar keinen Neymar. Oder Costa. Oder, wer war noch drin? Di Maria. Nehme ich auch, aber muss ja noch nicht mal sein. Shinji würde mir schon reichen erstmal. So, hier nochmal Kasajew und ein Mora als Silberspieler. Ja, ansonsten eher Sona. Ja, Duricic hier noch von Mainz. Aber da taut mich jetzt nicht vom Hocker. So, und jetzt das letzte Päckchen und dann sind wir durch für dieses kleine Pack-Opening. Haben wir nochmal ein paar Coins, Points verballert.
Und nochmal der Ranocchia. Ah, aber Leroy Fair. Das ist geil. Ich glaube, den können wir wirklich behalten, weil ich glaube, den werden wir einsetzen. Der ist nämlich jetzt sogar glänzend. Sehr, sehr schön. Hat immer noch geile Werte. Kann halt alles, wie man hier sieht. Er hat alles über 70 und Physis hat er sogar 86. Hat immer noch High Work Rates. Ja, sieht gut aus, der Junge. Und aus diesem Grund, ich glaube, den werden wir auf jeden Fall einsetzen. Nehmen wir mal alles schön mit in den Club. Ja, komm, auf das Erfolgserlebnis nehmen wir dann doch noch ein Pack mit. Und dann sind wir wirklich raus. So, mit dem Ede hier nochmal vorne drauf. Und da hätten wir Drine. Piatti. Okay, der wird vielleicht auch noch einen Ticken bringen. Sieht ja für den linken Winger gar nicht so schlecht aus. Und am Anfang bringt ja alles nochmal so ein bisschen was. Ja, das nehme ich nochmal alles mit. Und dann werde ich mich jetzt persönlich an die Arbeit machen und so ein bisschen die Spieler verticken. Und die 7.500, die ich verballert habe, in einem Pack, werde ich auch nochmal nachliefern. Das heißt, werde ich mir von einem anderen Account rüberschieben. Aber ansonsten würde ich sagen, wären wir hier durch. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.